Verbindung der Gottesdienste und unsere Predigt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dass dir wohlgefallen das Wort meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Gott und mein Erlöser. Das Wochengebet, was wir heute schon besprochen haben, das hieß nämlich Jesus nochmal vor: O Herr, du hörst niemals auf, diejenigen zu unterstützen und zu leiten, die du in deiner beständigen Furcht und Liebe. Furcht. Furcht. Und Liebe. Furcht und Liebe. Erziehst. Bitten dich, bewahre uns unter dem Schutz deiner gütigen Vorsehung und verleihe, dass wir deinen heiligen Namen unablässig, sagen wir, fürchten. Fürchten und lieben. Das sind die zwei Worte, die uns an diesem Morgen ganz besonders auffallen. Fürchten, wie der erste Johannesbrief sagt, dass wir vielleicht gar nicht in der Liebe stehen und der Praxis unserem Bruder und unserer Schwester gar nicht lieben. Fürchten, denn dann stammen wir von wem ab? Haben wir gehört? Vom Teufel. Aber wenn wir das Gebot einhalten, an Jesus zu glauben, dass die zwei wichtigsten Dinge für einen Christen, die zwei wichtigsten Dinge an Jesus zu glauben, das ist das Gebot Gottes, an den Bruder zu lieben, dann können wir sagen, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Könige Gottes, wir werden von der Liebe bestimmt. Aber vielleicht vom Evangelium ausgehen und sagen, wir sollten uns fürchten. Wir sind einmal eingeladen worden, zum Hochzeitsmahl zu kommen. Und wir haben gesagt, vielleicht so wie ich gestern jemand aus Erfurt auf der Straße getroffen habe, oben an der Jause, gut unterhalten. Sie waren in der Nähe hier als Gäste in Hülsam und sie sagten, ich wohne eigentlich neben dem Erfurter Dom, aber ich war noch nie drin gewesen, sagte der Mann, so um die 40. Und seine Frau sagte, ja, mein Bruder ist Pfarrer, aber ich auch nicht im Dom gewesen. Und dann unterhielten wir uns. Ganz kurz, das Wichtigste ist ja, dass wir uns wohlfühlen und harmonisch im Leben ist. Ja, aber dann könnte es so sein, wie unsere Susanne sagte, wenn man 60 ist vielleicht und plötzlich doch, es tut weh und man hat hier was, ein Stent oder man hat immer, wie ich das oft habe, wenn ich ein kürzeres Bein habe, Schmerz. Vielleicht macht sich doch jemand Gedanken darüber, ob er die Einladung annehmen sollte. Dann beginnt es vielleicht. Es kann aber dann auch schon zu spät sein. Zu spät sein. Und so haben wir die drei Einladungen. Die eine Einladung, die sagt, ich kann nicht kommen, weil ich mir einen Schlepper mit 150 PS gekauft haben, etwas stärker als 12 Ochsen, den habe ich mir schon gekauft, schon der da unten in Neukirchen, aber ich muss sonntags nochmal hingehen und muss mir den angucken, wie er denn schon gesagt hat. Vielleicht auch noch Oldtimer stehen auch noch ringsherum, alten Lanz, wie anspricht, ihr kennt diesen ganz alten, der Lenkrad angeworfen wird, vorne und unten mit Petroleumlampe. Kann ich machen. Und jemand anders sagt, ich habe mal ein Grundstück gekauft, also das ist schon wichtig,
dass der Garten und das alles hübsch ist und das Gras gemäht. Ich muss es sehen. Und bis in die Nacht hinein gearbeitet. Jemand anders sagt, Halle, ich bin frisch verlobt. Also das geht nicht. Ich muss mich erst um die Beziehung kümmern. Ja. Heutzutage wird man sagen, nein, ich habe Chile und Brasilien geguckt. Ich kann Sonntagmorgen nicht in den Gottesdienst kommen. Oder ich habe Deutschland und USA geschaut. Ich kann nicht zum Gottesdienst kommen. Ja, es reicht eigentlich, wenn man 5 Stunden geschlafen hat. Bis um 7 oder bis um 8. Ich kann nicht zum Gottesdienst. Es werden alle möglichen Dinge. Aber zum Schluss heißt es dann, das aber sage ich euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Angst, fürchten. Ja, diese Menschen sollten sich fürchten, die immer wieder Entschuldigungen haben. Entschuldigung haben, nicht die Einladung, die wir gehört haben, nämlich aus dem Alten Testament. Kommt, kommt und kauft umsonst. Es ist alles da. Kauft umsonst. Am Ende wird die Warnung ausgesprochen. Ihr habt dreimal im Leben wichtig diese Einladung bekommen. Aber jetzt müsst ihr euch fürchten. Denn keiner davon wird dabei sein. Wir kennen vielleicht Luthers kleinen Katechismus. Wer hat Luthers kleinen Katechismus schon mal gesehen oder mal aufgeschlagen oder gehört? Danke, ein paar. Es lohnt sich da reinzuschauen. Wir haben auch einen anglikanischen Katechismus, der ist wie der noch kürzer als Luthers, aber hat etwas über die Kirche und meine Begabung und meinen Auftrag in dieser Kirche noch drin zu stehen. Neben dem Dorf. Und nach jedem Gebot fragt Luther, was ist das? Und dann beginnt er mit welchen Worten beginnt Luther zu erklären, jedes Gebot? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Das ist F. Fürchten und lieben. Sind das zwei Bestandteile im Leben des Christen, die so wichtig sind? Oder gilt das Fürchten nur für Ungläubige und das Lieben nur für die Christen, für die Gläubigen? Wenn Luther das so verstanden hat, den Willen Gottes zu erklären, als erstes sollst Gott fürchten und lieben, hat er nicht gesagt, Gott lieben und fürchten, sondern fürchten und lieben. So ist es einfach wichtig, darüber nachzudenken. Wir fürchten Gott einerseits, weil er die ganze Macht über uns und über unser Leben und über den Tod hat. Und es heißt, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das ist nicht der Teufel, sondern Gott kann das tun. Am Ende, wenn die vielen Einladungen kommen, es ist alles umsonst, ihr seid eingeladen, aber dann heißt es zum Schluss, du hast den Acker gekauft, du hast den Schlepper gekauft mit so und so viel PS, du hast dir eine Beziehung, bist du eingegangen, aber du hast dich nie im Leben darum gekümmert. Am Ende heißt es dann, von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl niemand teilnehmen. Denn Gott kann diejenigen in die Hölle werfen, die im ganzen Leben gesagt haben, Gott, ich lebe nur, weil ich mich gut fühle hier auf Erden und weil das harmonisch ist. Was danach kommt, 2 Meter unter der Erde oder im Turmkrug, das reicht mir. Hauptsache dieses Nein. Am Ende heißt es, er wird diejenigen dorthin bringen, wo es furchtbar ist. Hebräer 10, Vers 30 sagt uns, denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten.
schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir haben in unserem Gebetbuch auch zum Schluss noch gesungen, da heißt es, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Über dieses sollten Christen nachdenken, auch über die Wiederkunft Christi. Und Susanne studiert das gerade. Ja. Es ist wichtig, dass man das auch studiert. Willst du dazu noch ein Wort sagen, so auf dem Stegreif, ganz kurz, wie dich das beeindruckt? Einfach laut, dass man es versteht. Es ist ziemlich schwer zu verstehen. Es gibt verschiedene Meinungen darüber und die werden immer mit Stellen aus der Bibel gerechtfertigt. Und man muss da versuchen, den besten Weg zu finden. Und unser Weg ist eben, dass wir daran glauben, dass Christus, unser Erlöser, wiederkommt, wenn das Weltgericht kommt und dann wir in die Ewigkeit gehen. Und nicht was anderes sagen. Das ist also wichtig, dass Christen einen Sinn haben, nicht nur fürs Wohlfühlen und für die Gegenwart hier, sondern es gibt ein Preisgericht für Christen. Entweder werden sie weinen, weil sie nichts Gott zu Füßen legen können. Im Leben haben sie nicht im Bruder gelebt und sich dafür fürs Gute eingesetzt. Oder sie werden eine Krone bekommen. Paulus sagt, ich werde die Krone ablegen wie die Ältesten. Das ist ein Preisgericht für Gläubige. Aber für die, die gar nicht dorthin kommen, gibt es ein Endgericht, ewige Verdammnis. Darüber müssen wir als Christen auch wissen. Und es ist doch gut, sich zu freuen. Herr, wenn ich hinübergehe, werde ich mit vor dem Thron stehen. Und wenn ich eine Krone bekomme, werde ich dir die Krone ablegen, denn du hast sie mir ja geschenkt. Ein Blick hinüber in Hoffnung, damit das Leben nicht so trist ist, wie es manchmal aussieht. Nun, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Johannes spricht in seinen Briefen mehr von der kindlichen Liebe Gottes, denn der Apostel Johannes soll am Ende gesagt haben, seines Lebens, wo er nicht mehr so gut konnte. Eins vergesst nicht, Brüder und Schwestern, liebet einander, liebet einander. Mehr soll er nicht am Ende mehr gesagt haben. Die kindliche Gottesfurcht beschreibt er, aber diese kindliche Gottesfurcht ist notwendig für unser beständiges Christenleben und Verwurzelung in Gott. Einige von euch sind schon mal auf einen Segelboot gefahren. Did you ever go on a sailing boat? Natürlich, Fischer. Fischer? Fischer. Griechen, ja, auf einem Boot, vielleicht auch schon mal mit Segel? Ja. In Griechenland oder wo immer. Wenn ein Segelboot wie eine Badewanne ist, die Badewanne schwimmt. Und wenn wir auf eine Badewanne etwas festschweißen und ein Segel drauf tun, können wir dann gut lenken mit dem Segel. Die Badewanne wird immer dahin getrieben, wo der Wind geht. Ein Segelboot braucht Ballast unten drin, an der tiefsten Stelle einmal, damit, wenn der Wind kommt, das Gegengewicht da ist. Und außerdem braucht es noch ein Kiel, damit es gerade fährt. Dann erst kann man lenken. Und so ist es im Christenleben. Wir brauchen nicht nur die Liebe des Heiligen Geistes in unserem Segel. Wir brauchen nicht nur Gott ist Liebe, sondern wir brauchen auch diesen Ballast und auch den Kiel, damit unser Christenleben gerade wird. Die kindliche Gottesfurcht. Annette, komm doch rein, wir wollen gleich essen. Ja, Mami, ich will nur ein bisschen im Sandkasten spielen. Und das geht dann eine Viertelstunde. Die Suppe wird schon kalt, kommst du denn rein? Keine Antwort. Es gibt aber noch andere Antworten der Kinder, wo sie die Eltern ärgern und böse sie Eltern verletzen. Wenn sie Geld aus dem Portemonnaie stehlen der Mutter,
und sagen, guck uns ins Auge. Nein, ich hab's nicht genommen. Meinst du denn, ich würde lügen? Ich kann auch Schauspielern, und das gibt es auch unter Christen. Wie kann ich die Unwahrheit sagen, den anderen belügen und Gott ins Angesicht spucken damit und keine Gottesfurcht haben? Gott zu verletzen und den Nächsten, meinen Bruder und meine Schwester zu verletzen. Wenn die Gottesfurcht nicht da ist, wie bei einem Schiff, Ballast und Kiel, dann nützt es gar nichts, das Männchen der Liebe zu haben. Es gehört beides dazu. Ich möchte meine Mutter nicht verletzen und ihr nicht das Geld aus dem Portemonnaie nehmen, denn ich liebe meine Mutter so sehr und ich sage die Wahrheit. Ich möchte Gott nicht verletzen aus Liebe, weil er mich so sehr geliebt hat, ich möchte ihn nicht betrügen. Sind wir wie empfindsame Kinder, die ihre Eltern liebevoll, die den Eltern liebevoll folgen wollen? Ich denke an jemand, der Freund Gottes war. Der erste Mensch im Garten Eden, Eva und Adam. Adam war Freund Gottes. Ohne Sünde, ohne Fehler. Er verstand Gott so gut. Aber plötzlich im Garten hat er sich versteckt und hat gesagt, ich habe Angst, ich fürchtete mich, denn ich habe erkannt, mein Gewissen ist aufgedeckt und ich bin ganz nackt vor dir. Ich fürchte mich, weil er gesündigt hat. Ja, Adam fürchtet sich. Da merken wir einfach, die Furcht Gottes ist ein Bestandteil und ist wichtig. Angst und Furcht. Abraham wurde aber auch genannt Freund Gottes und er fürchtete sich nicht. Und Gott sagte, wie kann ich denn Abraham, meinen Freund, etwas verheimlichen? Wir merken also, Furcht Gottes ist wichtig. Und noch ein anderes Beispiel in der Apostelgeschichte 24. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an, über Jesus Christus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und vom zukünftigen, Susanne, vom zukünftigen Gericht sprach, und der Wiederkunft Christi, über zukünftige Gericht, dass Christus kommt als Richter, da fürchtete sich Felix und erschrak und sagte, zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. Ich will das also nicht an mich herankommen lassen. Furcht ist also ein wichtiger Bestandteil. Aber die Furcht, so wie Johannes es beschreibt in seinen Briefen, eine kindliche Gottesfurcht haben. Lasst das in unserem Leben doch mit entstehen. Gott ist unser Schöpfer. Durch seinen Eingriff von oben her hat er Christus gesandt und er hat uns den Erlöser gebracht. Glaube an Christus ist das Gebot und die Liebe zunächst. Nun, vielleicht weiß jemand, wie das auf Englisch heißt. Da war ein Prediger in England, ein englischer Prediger in den USA, dann auch Jonathan Edwards, der hat einmal darüber gepredigt, es ist gefährlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Sünde in der Hand Gottes, das war eine der Erweckungspredigten. Sünder in der Hand Gottes, er hatte da ein Beispiel gebracht, wie eine Spinne an einem Faden herunterkommt und unten drunter brennt das Lagerfeuer. Ist der, wenn die Spinne von dem Faden abrutscht, dann fällt sie in das höllische Feuer und die Menschen haben sich das vorgestellt, dass sie davor stehen, in die ewige Verdammnis zu kommen, mit dieser Spinne und zu verbrennen, aber für immer weiter zu brennen. Da brach eine Erweckung aus. Sinners in the hand of awesome God. Sünder in der Hand Gottes. Ja, manchmal gibt es auch etwas ganz Besonderes. Wenn jemand die Wahrheit Gottes so
aufgetischt bekommt und er erschreckt in seinem Leben. So wie im Krankenhaus vielleicht der Arzt, der Oberarzt, der Chefarzt sagt, ich muss Ihnen sagen, Sie haben einen Tumor im Kopf. Ich muss es Ihnen sagen. Das ist ein heilsames Erschrecken, aber vielleicht ist es gut. Und dann stellt sich etwas ein, ich muss mich damit abfinden, ich habe noch 60 Tage zu leben oder ein Jahr. Oder es kann auch sein, dass es geheilt wird. Wie dieses heilsame Erschrecken, die Diagnose über eine unheilbare Krankheit, wenn sie gestellt ist, kann einen reinigen Moment in unserem Leben haben. Ein Moment, wenn mich dann Liebe und Dankbarkeit durchdringen. Ich gehe ja jetzt dorthin, wenn Christus wiederkommt. Ein Augenblick einer heiligen Angst tritt ein. Aber wir haben nicht nur Angst. Wir sollen von einem von der Liebe bestimmt werden. Aber wir lieben auch Gott. Wir lieben ihn, so wie Charles Wesley Lieder gespielt, gesungen und gedichtet hat. Und wir kennen auch das Lied, vielleicht können wir das einfach mal ein, zwei Strophen kurz anzünden. Gott ist die Liebe. Lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Er sandte Jesus mit treuen Heilen, er sandte Jesus und macht mich los. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Das ist die Seite Gottes, die unser Leben bewegen und formen soll. Aber es ist doch so, weil wir aufrichtige Angst haben, Gott zu enttäuschen und zu verletzen, dass diese kindliche Furcht aus wirklicher Liebe entsteht. So hat die Liebe die Furcht mit einbegriffen. Und es heißt in der Bibel, die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. So ist es also hier nicht eine sklavische Furcht, wie es bei den Ungläubigen heißt. Auch der Teufel glaubt und zittert. Auch der Teufel glaubt an Gott, aber er fürchtet sich und hat Angst. Er weiß nämlich, dass Endgericht kommt. Dann aber heißt es in unserem Gebet, wenn wir unter Gottes Schutz und Vorsehung als Gläubige wandeln, bitten wir darum, dass wir seinen heiligen Namen unablässig fürchten und lieben. Das möchte doch unser Gebet sein, auch in der kommenden Woche. Seinen heiligen Namen auch nicht missbrauchen und seinen Namen benutzen, das ist nämlich seinen Namen nicht missbrauchen, zu missbrauchen. Das heißt, zu allen Dingen Ja und Amen die Wahrheit zu sagen. Den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, heißt es die Wahrheit. In allen Dingen zu sagen, ob wir Gottes Namen benutzen oder nicht benutzen. Der zweite und zum Schluss offensichtliche Widerspruch des Gebetes, Furcht und Liebe, ergibt sich aus einem nachvollziehbaren Rätsel des menschlichen Lebens. Können wir ehrlich dieses Gebet in Frage stellen, welches so lautet, dass du Gott niemals aufhörst, niemals versagst, diejenigen zu unterstützen und zu leiten, die du in deiner beständigen Furcht und Liebe erziehst. Die du in deiner beständigen Furcht und Liebe erziehst. Können wir nicht lieber auf Ausnahmen hinweisen? Da ist eine Frau, eines Bekannten, der Mann ist kürzlich gestorben. Sie dachte ehrlicherweise, dass Gott sie im Stich gelassen hat.
die du in deiner beständigen Furcht und Liebe erziehst. Versagt Gott manchmal? Wir denken manchmal, Gott hat versagt. Gott hat aufgehört, uns in der Furcht und Liebe zu erziehen. Er hat uns im Stich gelassen. Doch hinterher sagte sie, Gott hat das so geführt, Gott wollte mich in Furcht und Liebe zu ihm erziehen. Es hatte einen Grund. Dennoch sind die Worte des Gebets unausweichlich und treffen zu, Gott versagt niemals. Und mit Gerhard Schröder zu sagen, Punkt und basta. Punkt und basta. Gott versagt niemals, auch wenn wir es nicht verstehen in diesem Moment. Kann ich das so bestätigen in meinem Leben? Gott versagt niemals. Kannst du das bestätigen? Gott versagt niemals in deinem Leben. Oder doch vielleicht im Nachhinein. Rückblickend zu sagen mit Isaac Watts, der sagte ganz ehrfürchtig, ein Gedicht, das ich da übersetzt habe. Wenn Barmherzigkeit lächelnd unser Leben krönt, wenn Barmherzigkeit lächelnd unser Leben krönt und Lobpreis darüber sich breitet, wir das Recht bewundern und erhöhen, dann wird unsere Bequemlichkeit zu Tode geleitet. Wollen wir den Namen Gottes und seinen Charakter im Auge behalten, seinen Namen fürchten und lieben und in diese Erziehung stellen und in dieser Erziehung Gottes wandeln. Er wird uns über die gefährlichen Wellen dieser Welt zum ewigen Ziel und zu seinem Namen führen, den wir fürchten und lieben.